Hi, herzlich willkommen bei Tactical Gunny Beard. Ich bin Rick und heute habe ich bei mir die Susi. Hallo. Wir stellen euch heute ein paar Sachen von Holosun vor. Wir haben hier drei Visiere für euch und da geht's jetzt gleich mal los. Wir zeigen euch, was diese Dinge können. Ich bin Jägerin und ich nutze auch Rotpunktvisiere und ich habe euch jetzt mein Lieblingsvisier auch mitgebracht, und zwar nutze ich das hier. Das ist das 515 cm. Das hat sowohl einen Punkt als auch einen Kreispunkt, also ein Circle Dot. Wir können zwischen den zwei Absehen wechseln. Ich schieße gerne mit dem Circle Dot, weil ich damit ein automatisches Vorhaltemaß habe und auch gut mein Ziel aufnehmen kann. Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass dieses Visier eine Solarzelle besitzt. Die Holosun-Visiere haben ungefähr eine Batterielaufzeit von 20.000 bis 50.000 Stunden und ich glaube, damit kommt man ganz gut hin. Des Weiteren haben wir 12 Helligkeitsstufen. Man kann das Visier aber auch so einstellen, dass es sich automatisch anpasst. Das Visier ist geschützt durch Flipklappen, die man flippen kann, wie es der Name schon sagt. Diese waren beim Vorgängermodell genauso aus Kunststoff wie bei dem hier. Bei dem 515 cm haben wir jetzt aber durchsichtige. Das heißt, wir können auch bei Regen oder Schnee das Visier geschlossen halten, um die Linse zu schützen und trotzdem schießen. Ergänzend zu diesem Visier kann man auch diesen Magnifier anbauen. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Magnifier ist, das ist eine Dreifachvergrößerung, ein ziemlich großes Glas. Was wichtig ist bei den Rotpunktvisieren, dabei öffnet ihr immer beide Augen. Beim Magnifier aber, wenn wir den jetzt hier dran schließen, muss man wieder gucken, dadurch, dass er hinzoomt, muss ich jetzt hier wieder ein Auge benutzen. Das heißt, ich muss immer umdenken, klappe ich den hoch, muss ich ein Auge zuzwicken. Gerade zum Magnifier kann man sagen, dass man auch als Jäger das nutzen kann. Nicht nur im taktischen Schießen ist das von Vorteil. Auch hier können wir, wenn wir nah an der Hecke abgestellt sind, unser Rotpunktvisier benutzen, weil wir die Schweine auf kurze Entfernung haben. Falls wir aber etwas längere Waldschneise oder Schussschneise haben, können wir unseren Magnifier einfach vorklappen und ohne Probleme bis zu 100 Meter schießen. Wir haben hier eine dreifache Vergrößerung. Es gibt durchaus auch Magnifier mit einer fünffachen Vergrößerung und dadurch sparen wir uns auch einfach ein Drückjagdglas. Der Magnifier verfügt über einen Dioptrienausgleich. Die Gehäuseart ist aus Hartaluminium. Schutzklasse IP67 wasserdicht. Da haben wir dabei einen QD-Mount und einen Spacer inklusive. Im Magnifier verbaut ist extrem klares Glas für eine großzügige Augenentlastung. Und die Maße sind 39x100x62mm und wiegt 277 Gramm. Holosun hat jetzt auch etwas Größeres noch entwickelt, und zwar das 502CU. Das ähnelt ein bisschen an ein Zielfernrohr, ist es aber nicht. Auch hier haben wir ein Rotpunktvisier. Wie bei anderen Visieren haben wir auch hier Flipklappen verbaut, um einfach die Linse zu schonen. Wir haben auch eine Solarzelle, auch eine Batterie drin. Alle Optiken sind mit Stickstofffüllung. Die Schnellmontage ist auch überall drauf und die sind alle kompatibel mit Picatinny und Weaver-Schiene. Abschließend können wir sagen, dass wir mit den Holosun-Visieren extrem gut aufgestellt sind. Die Visiere sind vielseitig einsetzbar, sie sind robust, sie halten allen Witterungen stand. Also für jeden, der jetzt sagt, er möchte nicht unbedingt zu den ganz großen, teuren Marken hingreifen, weil er schon Tausende für seine Waffe hingelegt hat und dann nochmal Tausende für sein Visier, der ist auf jeden Fall bei Holosun gut aufgehoben, denn preis-leistungstechnisch sind die super und sie erfüllen einfach ihren Zweck. Wir hatten sehr viel Spaß, die Dinge auszuprobieren und wir hoffen, dass euch das Video geholfen hat. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt unten rein. Wir versuchen alles zu beantworten. Weitere Informationen gibt es auch auf der Holosun-Seite. Link findet ihr unten. Oder schreibt uns an. Instagram seht ihr auch gleich. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Tactical Gunny Build. Gunny out. Ciao.